oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer Android-App, der App Appy Weather, die persönlichste Wetter-App. Die technischen Daten, 20 Megabyte groß, aktuelle Versionsnummer 2020.01.07 und erforderliche Android-Versionsnummer ist 8.0 oder höher. Bei den Bewertungen sind wir bei 987 Gesamtbewertungen und haben eine Durchschnittssternebewertung von 4,0 von 5 Sternen. Und ich lese mal einen Teil der Beschreibung jedenfalls vor. Die App ist übrigens Gewinner des Google Play Best of 2019 Everyday Essentials und Gewinner des Google Design Award, und das kann ich unterstützen, und die App sieht echt hübsch aus. Appy Weather ist die persönlichste Wetter-App, denn es wurde für Menschen entwickelt von jemandem, der auch tatsächlich selbst die Wettervorhersage abruft, indem das Wetter in natürlicher, benutzerfreundlicher Sprache auf der einzigartigen Zeitleiste zusammengefasst wird, unterscheidet sich Appy Weather von allen anderen Wetter-Apps. Kein Scrollen mehr durch lange Listen, um das Wetter herauszufinden, es wird in ein paar Zeilen für Sie zusammengefasst, so dass Abrufen schnell, einfach und eine Freude ist. Daneben gibt es auch die üblicheren stündlichen und täglichen Ansichten, wenn Sie das bevorzugen. Ich bevorzuge das übrigens nicht. Die ultralokalen Vorhersagen von Appy Weather werden von Dark Sky bereitgestellt. Mit Appy Weather weißt du, ob heute Gummistiefel oder Sonnenbrillentag ist. Mit einem Upgrade auf Appy Weather Plus erhalten Sie eine werbefreie Zeitleiste, mehr als 10 Widgets, Radar, Benachrichtigung, Temperaturanzeige in der Statusleiste und das Wetter auf dem Sperrbildschirm, und Sie unterstützen einen unabhängigen Entwickler. Und da kommen wir zum Thema, sag ich mal. Ich muss mal einmal kurz die App starten, um genau zu gucken, was es kostet. Auf jeden Fall ist es ein Abo, was ich persönlich schade finde. Appy Weather Plus kostet 3,29 € pro Jahr. Ist halt dabei, was ich eben vorgelesen habe. Und das ist natürlich ein Preis, den man eigentlich fast gar nicht erwähnen muss, weil irgendjemand von euch wird das ausrechnen, was das pro Monat kostet wahrscheinlich. Die kostenlose Version von Appy Weather erlaubt übrigens nur 10 Wetterabfragen pro Tag. Und der Entwickler schreibt dazu: Ich kann es mir nicht leisten, mehr zuzulassen, weil der Dienst, der zum Abrufen des Wetters verwendet wird, nicht kostenlos ist. Gleichwohl ist das langfristige Ziel, diese Begrenzung dank Patenschaften aufzuheben, die möglichen Ausgaben decken. Sponsoren werden geschmackvoll präsentiert und sorgfältig ausgewählt, was die Verwendung einer Werbeplattform von Drittanbietern ausschließt und so weiter und so fort. Zum Abo-Modell schreibt der Entwickler: Damit Appy Weather zukunftsfähig ist, wurde nach reiflicher Überlegung klar, dass eine regelmäßige Einnahmequelle essentiell ist. Ganz ehrlich, ich sehe das ein, aber wie gesagt, diese 3,29 oder was es ist, was ich eben gesagt habe, ist halt nicht viel Geld pro Jahr, aber ich persönlich würde lieber einmalig mehr zahlen und dann, was weiß ich, jede Version ist halt eine Upgrade-Version und man würde wieder zahlen oder irgendwie sowas. Aber ja, es gibt ja auch das kostenlose Google-Wetter und viele, viele Wetter-Apps oder vom Deutschen Wetterdienst oder was auch immer. Es ist halt eine Frage, die ihr euch selber beantworten müsst. Wollt ihr für eine Wetter-App zahlen? Wollt ihr dafür ein Abo abschließen oder nicht? Wenn ihr das sagt, jo, mache ich, das Geld ist nicht viel, wie gesagt, noch nicht mal 4 € im Jahr, dann findet ihr mit Appy Weather eine wirklich hübsche, gut durchdachte, designte App, die tolle Wetterdaten liefert. Und ja, ich mag sie. Auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye.
Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.